Well, who's gonna stop me? Bei Google habe ich natürlich mal ganz einfach gesucht, Textilindustrie und Kambodscha und Fabriken. Und man findet auf jeden Fall auch einiges von der Produktion, aber ich sag mal, 90% der Fotos sind wahrscheinlich auch, ich will jetzt nicht sagen gestellt, aber auf jeden Fall so fotografiert, dass man jetzt auch nicht die Missstände auf den ersten Blick sieht. Deswegen wollte ich mich natürlich auch selbst irgendwie davon überzeugen, wie das dann live aussieht. Die Möglichkeit haben wir leider nicht bekommen, weil wir einfach keine Drehgenehmigung bekommen haben für so eine Fabrik, was ich ultra schade finde, weil das live zu sehen ist, glaube ich, noch was ganz anderes, als sich Fotos am Laptop anzugucken. In großen Fabriken ist das halt eine Maschinerie, ne? Also da sind die Menschen, die dort arbeiten, wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen Nummern, das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen überspitzt gesagt. Aber mir geht es da eher um die Verbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich glaube, da fehlt halt einfach der Draht. Und für die Arbeitgeber in dem Fall sind die Menschen dort halt eben nur Mittel zum Zweck. Austauschbar, definitiv. Also natürlich klar, je jünger du bist, desto fitter bist du wahrscheinlich an der Nähmaschine und schneller, vor allem in deiner Arbeit. Und wenn jemand halt nicht das leistet, was er leisten soll, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er sehr schnell ausgetauscht wird. Hi. Hallo. Please come in. Ja, sure. Hello, nice Hi. To meet you. Hello, nice to meet you. My name is Jennifer. I'm Willy. Yeah, here is where we produce bags. Okay. It's a brand that we started in 2006. It's called Smateria, and okay. Here's our production site. Oh. So please follow me. Oh, cool. Thank you. If you very want much. To have a look. Actually operating like a big factory yeah. on a much smaller scale. Because yeah. altogether, including our sales team, at the moment, Smateria counts 130 employees. Yeah. But we have really organized the work inside mm-hmm. our workshop mm-hmm. the same way as a factory, with the exception that we are just smaller in terms of facility and people more familiar. With us. Way more familiar, yeah. and this is why we are actually really happy with the size that we have at the moment. Yeah. Growing too much will turn the business into something different, and yeah. we will lose this family, and yeah. yeah, it will be way more impersonal. Yeah. 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 So. Okay, so here we are at the first floor. It's okay. our real production site, so yeah. after the cutting, all the pieces, all the bundles, we take them upstairs, okay. and here's where they are transformed into actual bags. So we have different lines depending on our production needs, different groups. Yeah. We have a production manager, our production supervisor, mm-hmm. and then we have all the line leaders. So for each group, we also have like one leader, like someone leading and giving instruction to these groups. How many different bags are produced actually at the moment here? How many different models? Usually we have up to 5 or 6 different groups, mm-hmm. and then it really depends on how complicated is a bag to yeah. sew, how many steps. Yeah. So sometimes we need to break down into different steps. Yeah. So it really depends. And that's why our team is doing a fantastic job by being so flexible. Okay, here we are on our third floor. Okay. Here we host the children. All the children of our employees are welcome to join the daycare for young children. Oh, that's and cool. our preschool this side for a little bit older children. So yeah. for zero. From 0 to 6 years old. Yeah. They're welcome to join. It's free of charge for them. And we entertain them. We have 2 nannies for the young children and 2 teachers. Mm-hmm. They always organize activities. They sing, they draw, they learn a little bit of English.
here. So mothers can just simply come to work with their children, and they can spend the lunch break with them from 12 to 1, and then at 5 o'clock they can go home together. Pick them up. Yeah, pick them up. Let's see. Hello. Oh. So here a little bit the older children, you know, they're busy drawing and doing little like kind of crafting. Yeah. And then we have a library. We borrow some books for the children, so we do some reading. They sing songs. And so So what does the business mean to you and why? It means a lot. It means really, really a lot for me in this last 18 years that I spent in Cambodia. We growth over the years quite significantly. We have been thinking a lot whether which direction we want to take now, because these days it's 130 people working with us. Of course, it will be possible to grow further. Instead, for now, for the moment, we have decided we want to focus more in increasing our efficiency. Our team is following us and is staying. They tend to stay with us for a very long time, so the turnover is not really high, which usually in Cambodia, especially now, where new opportunities are coming up every minute, because everything is happening now, right? The country is really developing, so there are new opportunities, banks, shopping malls, restaurants, everything is happening now. So, you know, when I talk to other people that I know in town, branding businesses, it's a real challenge, the high turnover of people. Yeah. They tend to stay with you for a while and then they go, and they will just go for a few dollars more. So what do you think? What are the biggest problems in the garment industry? In Cambodia, obviously, In Cambodia, of course. I think it involves the entire fashion world, you know. I mean, this fast fashion has certain requirements, and this is, you know, we live in this world where everything has to happen fast. And it doesn't matter if this T-shirt lasts very long. For lots of players in the fast fashion, what is important is the final price. So they will assign their job or they will assign their production to whoever is able to meet the very low prices that they set. At that level, you do not really know what happens inside the factory, right? No. Sometimes. How are the working conditions? Like, if your point is just the price. And Cambodia is becoming challenging because conditions are improving and the minimum wage is getting higher. Then, on the other hand, for those players, Cambodia start being a little bit less competitive than it used to be. Whenever I go back home and I see, like, in a brand new shop, something really, really cheap, in my mind, I always go back to the process of how is it possible that it's so cheap at the end of the day, right? Even if you make a very little profit or you make very little margin. This is one of the reasons why we don't want to grow too much in terms of number, because we want to make sure that it's really authentic what we do from the beginning till the end. So it's gonna take some time, I think. Okay. Yeah, it's not easy to answer, of course. Yeah. Die Wunde war ja vorher schon offen, sagen wir es mal so. Das hat mir jetzt trotzdem auch nochmal deutlich gemacht, dass es halt wirklich ein allgegenwärtiges Thema ist auf der Welt und speziell auch in diesem Land, dass die Leute traurigerweise abhängig sind, also in der Industrie abhängig sind von dem Thema Fast Fashion und trotzdem die Industrie halt eben auch weiß, dass diese Menschen ja abhängig sind davon und das halt mehr oder weniger ausnutzen, zumindest in Großbetrieben, vor allem in Großbetrieben. Und dass es vielleicht doch gar nicht so, also dass es wirklich nicht verkehrt ist, sich auch ein, zwei Minuten mehr am Tag mal mit dem Thema zu beschäftigen und nach Lösungswegen zu finden, zu suchen. Ich bin ganz eindeutig an dem Punkt angelangt, wo ich anfange, darüber nachzudenken, ob das alles in der Form Sinn macht. Also ich muss ehrlich sagen, das kann ich aber auch nur für mich, für meinen Teil sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, die Situation zu verbessern in einem Land wie zum Beispiel Kambodscha,
dadurch, dass man zum Beispiel die Klamotten, die hier produziert werden, im Verkauf teurer macht, dann bin ich absolut bereit dazu, diesen Preis auch zu zahlen für Klamotten, die eben hier hergestellt werden. Dann muss aber das Geld auch einfach wirklich bei den Arbeitern und den Menschen, die für teilweise Hungerlöhne arbeiten, wirklich ankommen. Und dann muss auch wirklich der Lebensstandard verbessert werden und die Lebensqualität der Menschen. Die großen Modeunternehmen und Modefirmen dieser Welt, die eben hier produzieren, haben vor allem das Schicksal der Menschen, die da arbeiten, in den Fabriken selbst in der Hand, mehr oder weniger, um das zu verbessern. Aber ich glaube, das wird so lange in der Form nicht passieren, wie man es sich wünscht, solange es nicht auch den westlichen Druck gibt, im Sinne von Menschen wie mir zum Beispiel, die eine gewisse Reichweite haben und diese Reichweite auch nutzen können, um eben die Firmen darauf hinzuweisen, die großen Unternehmen darauf hinzuweisen, dass es halt eben nicht so geht. Wichtig ist nur, dass was passiert. Und das ist das, was zählt. Ehrlich gesagt nicht großartig informiert über das Land, weil ich es einfach auf mich einrieseln lassen wollte. Es ist natürlich ein krasser Kontrast hier zwischen der großen industriellen Hauptstadt und auf der anderen Seite hat man Häuser, kleine Fischerhütten aus Holz, auf Holzstangen. Wahnsinnig krasser Kontrast. Also ich fühle mich hier auf jeden Fall wie in einer ganz anderen Welt. So, ne? Die Menschen, die Stadt im Hintergrund, die Skyline, die Lebensweise der Menschen, wie die Menschen drauf sind. Also das ist schon ein Unterschied von Tag zu Nacht für mich.